Am Sonntag, der Einzug Jesu in Jerusalem. In jener Zeit genügte es, dass man rief: Jesus, der Rabbi aus Galiläa, kommt nach Jerusalem. Und alle Leute ließen ihre Arbeit im Stich und eilten Jesu entgegen. Sie riefen: Hosianna, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Aber auch heute hört ihr doch diesen Ruf jeden Sonntag: Jesus kommt. Und das Bett ist Nummer eins. Schlafen, liegen ist noch wichtiger. Eins war der Heiland ganz bescheiden dazu mal auf einem Esel sitzend in Jerusalem eingezogen. Sehr bescheiden. Warum nicht ein Pferd? Aber heute erscheint er noch bescheidener. Wenn man so sagen möchte, in einem Stück Brot und einem Schluck Wein. Was natürlich dann nachher Leib und Blut Jesu Christi ist. Noch bescheidener. Vielleicht deshalb reizt es nicht mehr, oder? Für viele Menschen. Und da heute die Leute oft nicht mehr hörig sind für den Ruf, Jesus kommt, versucht man in den Kirchen, das anders zu gestalten, durch Shows. Moderner Anstrich, Musik in der Kirche. Aber dazu braucht es keine Kirche. Diese Show, die von vielen Orten gemacht wird, die kann man überall haben, wo Unterhaltung ist.